Hallo, herzlich willkommen zurück zu Valheim hier auf meinem Kanal. Ja, und da draußen, da kräht einer rum, der will unbedingt Ärger. Boah, da bin ich jetzt gar nicht so drauf erpicht und so. So, wir haben ein paar kleine Löwenzahnpflanzen. Wir haben ein paar Blaubeeren, aber wirklich nur ein paar. War doch nicht weiter Schlimmes, weil wir haben auch nur ein paar Pilze. Kann ich denn schon Sachen in dieser Richtung craften? Ich weiß es jetzt gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie man die überhaupt herstellen kann. Vielleicht muss ich da sogar irgendwie eine spezielle Geschichte für haben. Ah, doch, kann ich. Sehr schön. Einmal. Immerhin zwei Stück davon. Besser als nix. Das ist klasse. Da haben wir ja mal was Vernünftiges hier. Storte. Den Hammer packe ich mal weg. Da packen wir da hin. Zwei Heiltränke. Ja. Und wie man sieht, Fleisch ist schon wieder angenagt. Gut. Das zum einen. Dann würde ich sagen, die anderen Sachen, die ich jetzt so nicht verwenden kann, konnte, die packen wir mal wieder hier rein. Da habe ich 6 Stück von. Momentchen mal. Eins nach dem anderen. Hier erstmal raus. Dann schauen wir doch mal, was habe ich denn hier? An Leder. 9 Leder. Wir befragen mal unsere Workbench. Eine Lederarm. Boah. Eine Lederrüstung. 12. Ja klar. Der brauchen wir noch ein bisschen was. War ja klar, dass das noch nicht klappt. So. Okay. Na ja, gut. Was soll's? Statt weg. Statt hier hin. Baumaterialien habe ich jede Menge, sehe ich gerade. Okay, wie sieht es denn mit Feuerpfeilen aus? Da ich ja im Augenblick keinen Flint habe. Dann bauen wir uns doch mal. Komm, noch ein. Machen wir uns mal 10 Feuerpfeile. Und jo, jetzt wird es aber ein bisschen heftig. Wie kriege ich denn das jetzt am besten geregelt? Dann geht's nicht anders. Das weg. Das hier hin und die Feuerpfeile dorthin. Dann hoffe ich mal, dass das auch funktioniert. So, das wäre dann die 4 und die 5. Könnte man die ja bei Gelegenheit mal ausprobieren. Ein paar Hirsche kämen mir jetzt sehr gelegen. Ich muss mal ganz kurz bei mir hier was umbauen. So. Da stand die Uhr nicht günstig. So, damit nur noch 4 Fleisch und immerhin 2, aber ne, eben nur 2 Heilgetränken werde ich hier nicht viel reißen können. Auf Dauer jedenfalls nicht. Und da geht's zum Wasser, aber Flint werde ich da keinen mehr finden. Vielleicht finde ich ein paar Hirsche. Baumaterialien brauche ich keine. Da rennt ein Hirsch weg. Den wir erfolgreich verjagt haben, irgendwie. Was macht der da? Der rennt im Kreis. Ringel rein. Ja, und hat seinen Spaß dabei. Jo, wenn ich mich ja ducken könnte, aber sowas wie ducken oder so ist, glaube ich, hier noch nicht vorgesehen. Oder ich habe es übersehen. So richtig, dass man sich so richtig anschleichen könnte. Ne? Das wäre eine feine Sache. So muss ich mich darauf beschränken, irgendwelche Deckungen zu nutzen, in der Hoffnung,
Lass uns die lieben Kleinen dann nicht da spielen. Ja, super. Ich habe hier auch so viel davon. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. So. Kommt er zurück? Ja, er weiß es noch nicht so genau. Jetzt rennt er hier rum. Was? Nicht dein Ernst? Was rechnet denn damit, dass er jetzt hier auf einmal auftaucht? Jo. Klasse. Ja, wie gesagt, ich bin der Jäger vor dem Herrn. Ne? Das ist immer ganz klar. Ne? Also, das kann jetzt wieder ewig dauern, bis ich den in Schussweite habe. Bitte keine Grauzwerge im Augenblick. Da habe ich jetzt nicht so Spaß dran. Ja, der springt da hinten rum. Ja, Wetter wird wieder klasse. Wo ist er hin? Der Schlingel. Weg ist er. Okay, okay, okay. Tja, erfolgreich verjagt. So wird das nichts anderes. Das kannst du knicken. Jetzt kriege ich auch noch Spaß mit der Sonne, wie immer. Ich sehe relativ wenig. Vor allen Dingen sehe ich keine Hirsche. Höre sie auch nicht rumbellen. Das war wahrscheinlich der letzte, den ich ja noch hätte jagen können in diesem Gebiet hier. Und das war's dann. Ärgerlich, ärgerlich. Kurz mal hier rein. Bisschen Feuer machen kann ich schaden. So. Kleinen Moment mal eben. Ihr kennt das Spielchen ja mittlerweile. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Ja, das ist jedes Mal ein Kampf hier mit der Sonne. Eigentlich ist es bedeckt draußen, schöne graue Wolkenwand am Himmel. Und dann ist dann wieder so eine Lücke. Und da scheint die mir natürlich direkt ins Gesicht. Ja, dann könnte ich von hier aus ja direkt weiterhüpfen. Sehe ich gerade. Muss ich noch irgendwas mitnehmen? Ich glaube nicht. Noch gar keine Fackeln angebracht, fällt mir so gerade auf. Naja, nicht so wichtig. Okay, dann hoffen wir mal, dass es diesmal klappt. Hinein ins Vergnügen. Und. Das hat diesmal funktioniert, sehr schön. Auch ohne, dass ich irgendwelche Nachteile davon getragen habe, so wie beim letzten Mal. Das hat ja nicht so gut geklappt. Direkt so mitten ins Gefecht geworfen zu werden, ist nicht immer so eine ganz nette Geschichte. Aber wir sind ja einigermaßen mit heiler Haut davon gekommen. So. Ja. Dann hoffe ich mal, dass ich hier bei Gelegenheit etwas mehr Jagdglück haben werde. Wie sieht's denn aus? Bin ich so ganz zufrieden.
Ich könnte aber bei der Gelegenheit. Moment. Machen wir das mal ganz kurz so. Und dann benötigen wir hier dringend eine Kiste. Die habe ich nämlich noch nicht. Okay. Sehr gut. Etwas Stein, etwas Holz. Na, komm schon. Wobei, Holz habe ich gar nicht mehr so viel. Da müsste ich mal wieder ein bisschen nachlegen. Aber hier eine entsprechende Reserve zu haben, ist auch nicht verkehrt. Apropos Reserve. Ach nee, da brauche ich ja gar nicht. Oder? Doch, ja. Okay. Für den Fall des Falles. Nee, da bin ich hier doch verkehrt. So rum geht's, genau. Wir bauen uns hier mal so ein Prügel. Und packen den auch hier rein. Dann wären wir da schon mal ein bisschen vorbereitet für den Fall, dass es irgendwann mal wieder heißt, ich muss neu laden. Und zwar komplett neu. So. Der Mond verschwindet so langsam. Das heißt, der nächste Tag kündigt sich an. Das ist gut. Der ist sehr gut. Ja, noch nicht so richtig, ne? Aber jetzt wird es langsam hell. Dann würde ich mal gucken, ob wenn ich hier doch noch irgendwie ein paar nette Hirsche finden. Ein paar nette Hirsche zu verknuspern, ist doch immer nett. Immer gut. Füllt den Magen. Ist gut für die Gesundheit. Achso, apropos Gesundheit. So, dann sind wir da auch vorbereitet. Okay. Was war das? Irgendwas habe ich da vernommen. Ich weiß jetzt nur nicht so leicht akustisch. Oh, es war doch richtig. Ja, wenn der so weit tragen würde, der Pfeil, das wäre super. Das kann man aber leider vergessen. Das wird nichts werden. Guck. Wo ist er denn? Ach, da ist er. Sind direkt zwei. Drei sogar. Oh Gott. Die ziehen weiter. Ja, und natürlich zwei von diesen Grauzwergen. Die dürfen nicht fehlen. Sein, da habe ich gesehen. Ja, klar. Tja, die werfen nicht nur Augen oder Harz ab, sondern auch Steine und Holz. Aber Harz wäre mir lieber. Das kann man immer mal wieder gebrauchen. Bei der Gelegenheit probieren wir doch direkt mal schon mal so einen Heiltrank aus. Aha. Also der wirkt auch so nach und nach, aber doch ganz ordentlich, wie ich hier sehe.
Das ist überraschend. Jetzt kommt der da angehüpft, das darf ja wohl nicht wahr sein. Bin jetzt gerade auf den Kollegen da fixiert. Ist da eine ganze Familie? Oh Gott, noch zwei Stück. Das wird mir jetzt wohl ein bisschen sehr heiß hier. Gott, ich wollte eigentlich jagen. Das war so mehr so meine Intention. Obwohl, ja, mit dem Jagen, ne, da bin ich ja hier ganz groß König und so. Das ist ja nur mal amtlich. Ich stehe da so schön auf freier Fläche und der Pfeil, der reicht wahrscheinlich nur gerade mal bis zur Hälfte. Da kommt noch einer angedüst. Und ich stehe hier so offen. Ja, super. Dann hast du noch irgendwie die Zwerge da an der Backe. Das ist ja köstlich heute hier. Ich versuche mein Glück. Ja, knapp daneben ist auch vorbei. Und wieder ein Fall zum Teufel. Die Reichweite der Pfeile ist nicht so besonders. Kann ich nicht gerade behaupten. Ja, ich versuche die Hirsche zu jagen und mich jagen die Zwerge da. Klasse. Beste Voraussetzung überhaupt. Was bekommen. Vor allen Dingen Schläge. So, was sagt denn die Ausstattung? 4 von den Augen habe ich jetzt und 4 von dem Harz. Besser als nix. Ja, ein paar Blaubeeren wären klasse und diverse andere Dinge. Wie zum Beispiel Hirsche. Den kriege ich doch wieder nicht. Der ist viel zu weit weg. Und bevor ich nah genug ran bin, ist der wieder weg. Ja, sehr geschickt. Doch ständig. Irgendwelches Buschwerk oder anderes Gewächs im Weg. Ich meine, das kann auch mal vom Vorteil sein, ne? Wenn man ganz nebenbei bemerkt. Das gibt's doch nicht. Die ganze Zeit steht er da. Kaum will ich schießen, macht er sich natürlich auf den Weg. Wie viel Pech kann man haben? Das ist echt. Da fällt dir nichts mehr zu ein. Schon fast die Hälfte von dem, was ich habe. Also die meisten Pfeile da schon aufgebraucht. Für nichts und wieder nichts. Supi. Ganz großes Kino hier. Joa, geh du mal. Wenn die Hirsche ja mal so viel Gefallen an meine Person hier finden würden, wie diese Zwerge da, dann wäre das Leben hier schon eine ganz andere Geschichte. Ja. Der muss irgendwie, ich glaube da vorne steht er, ne? Oder sieht das nur so aus? Nee, tatsächlich. Das darf ja wohl nicht wahr sein.
Ja, und ich kann wieder nichts tun. Mann. Super. Klasse Folge heute. Läuft alles bestens. Ich krieg nur ständig einen auf den Nuss. Und verschieße meine Pfeile für nix und wieder nix. Nahrung geht langsam aber sicher aus. Beste Voraussetzungen, sag ich nur. Ja, er brennt. Ich hab ihn tatsächlich erwischt. Ich glaub's nicht. Das war jetzt ein absoluter Glückstreffer. Wenigstens etwas. Mann. Im Augenblick, ich muss ehrlich sagen, bin ich jetzt hier so der glücklichste Mensch auf dem Planeten, glaube ich. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass mir das noch hier gelingt. So ziemlich den letzten Pfeilen, die ich hier so am Start habe. Jo. Oh. Was haben wir denn? 2 Stück? Besser als nix. Da sage ich nix. Da bin ich froh und glücklich. Und dann erstmal ran an die Kochstation. Möglichst ohne sich zu verbrennen. So. Sehr schön. Das wird mir wieder munden. Ja, jetzt machen sich hier über einen lustig. Ja? Sind sie jetzt da rumbellen und lachen mich aus. So, sehr schön. Wir sind wieder bei 5 von 5. Juhu, ja. Da darf man sich schon mal freuen. Und vor Freude an die Luft gehen. Ja, dann würde ich sagen, für diese Runde sollten wir es belassen. Wir sehen uns dann in der nächsten Runde wieder. Und dann werde ich mal gucken, ob wir das Gebiet da vorne noch ein bisschen weiter erkunden können. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute und genießt den Tag.